Tja, herzlich willkommen zurück zum Flugsimulator und ich versuche dann jetzt mal einen Flug zu machen. Wir sind hier in den USA, in Albuquerque, da liegt in New Mexico und haben jetzt einen Flug angenommen mit der Dicken. Ja, machen wir mal so. Mit der Dicken nach Las Vegas. Es ist kein so super langer Flug, aber doch zu lang für eine Folge. Deswegen werde ich wahrscheinlich in der Mitte was rausschneiden. Gucken wir mal. Ja, das ist also hier die Wüste von Neumexiko. Roswell ist gar nicht so weit. Ihr wisst ja, ne, wo das UFO damals abgestürzt sein soll. So sieht's hier aus. Und da bin ich ja von Deutschland aus gestartet und bin dann eben über die Inseln, oben über Grönland hier rüber geflogen. Und jetzt bin ich schon bald an der Pazifikküste, ne? Also nach Los Angeles, nach Las Vegas soll dann wohl Los Angeles oder so dran sein. Dann werde ich da wohl die Küste hochfliegen, mal gucken. Also wollen wir mal. Ich habe jetzt hier die Packbremse reingemacht, die nehme ich jetzt wieder raus. Zack, Taxilicht aus, Landelicht an. Ich habe einen IFR-Flug angenommen, Instrumentenflug. Ja, die sollen durchstarten, weil ich hier stehe. Ich habe hier so lange gestanden, hat eine Freigabe gekriegt. Hier, Freigabe für Landung Piste 3. Habe eine Weile gestanden und dann sollte sie durchstarten. Ne? Ja, okay. Was steht denn da? Nichts mehr für mich, ich war nämlich gerade aufgestanden. Und Piste 3 soll auf 10.000 Fuß. Squawk habe ich nicht eingestellt, den ganzen Quatsch mache ich jetzt nicht mit. Aber schauen wir mal. Wir sind hier übrigens auf einer Höhe von 5340 Fuß, ne? Und ein QNH von 30,28 konnte ich hier einstellen. Ich habe jetzt mal gelernt, wie das geht. Hier bei dem Flieger, das war mir nämlich nicht so klar. Gut. So, die ist draußen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir, ne? Ja, da wird es auch Zeit, dass ich mal abhaue. Halt, stopp! Da ist der typische wieder. Ich habe im Jahrkast den Flug nicht gestartet. Start Flight, jetzt ist er gestartet. So, jetzt nochmal. Bremsen treten. Hau ruck. Leichter Wind ist, aber nur leichter. Aus Norden. Hast schon wieder eine Landeerlaubnis. Willst du sehr einfach wegkommen hier und so wieder durchstarten da? Ich habe jetzt auch die Richtung noch nichts gesetzt, gar nichts. Nur so mal ungefähr habe ich den Heading gesetzt. Ah, die kriegt schon leicht einen Kipper. Ja, die ist ein bisschen träger. Wir haben hier 8 Leute drin. Also 7 Passagiere. So 80 Knoten. 90 Knoten. Ich rotiere mal. Na komm. Oh, ey, die macht doch gar nichts, ne? 100 Knoten. Boah, was ist denn los? Ah, ich hab vergessen, die Klappe zu setzen. Das mache ich jetzt. Da geht's natürlich auch gleich hoch. Ah ja. Jetzt mache ich, was man eigentlich nicht machen darf, aber ja, spektakuläres Video machen. Der Tower. So. Juma 1965123 for contact Albuquerque departure on 127.4. Good day. Ja, nee, mach ich nicht. Ziemlich großer Flughafen hier. So. Schon ein bisschen Gas rausnehmen. So, ich mache auch die Landelichter aus, die brauchen wir hier nicht.
1000 Fuß etwa gut. So. Ein bisschen austrimmen die ganze Geschichte hier. So, die Klappe kann wieder rein. Die muss auch jetzt langsam wieder rein. Hey, und dann fallen wir ab. Nochmal nachtrimmen. Ja, war tüchtig hier. Nicht so weit. Noch ein bisschen. Steigen noch tüchtig. Er will immer so ein bisschen weg. Ja, der kriegt natürlich von rechts, kommt also quasi der Wind von uns, also von Norden. Gewaltig. So, dann wollen wir mal gucken. Heading, jetzt haben wir jetzt 53. Kommt das gut hin? Nee. Aber dass wir auf Kurs kommen, so ein bisschen. Ja, und dann mache ich das mit den 10.000 Fuß, wie die mir das vorgeschrieben haben. Vorhin. Da hinten kommt auch ein bisschen was Bergiges. Denke mal, sind wir auf einem ganz guten Weg. Genau wie den Berg darüber, wie der aussieht. Sieht mir so aus. Ich will jetzt auch die Seitenrudertrimmung nicht verstellen, weil soll ja der Autopilot machen, und kann ich jetzt wieder so ein bisschen nachkorrigieren. Das kommt eigentlich ganz gut hin. Wir haben jetzt eine Richtung 268, dann stelle ich das Heading auch auf 268 ein. Das soll dann erstmal ganz okay sein. Und eine Höhe von 10.000. Ist ja quasi nur die Hälfte, weil das ja so hoch liegt hier alles. 10.000, dann machen wir mal den Autopilot an. Heading halten. Höhe halten. Was macht er jetzt? Fuß. 500 Fuß die Minute ist gut. So. Dann sind wir jetzt auf dem Weg. Ich muss jetzt noch ein bisschen die Geschwindigkeit im Auge behalten. Das sieht alles ganz gut aus. Mhm, 143 Knoten Ground Speed. Lass den mal noch so, während wir steigen, und gleich, wenn wir angekommen sind, nehme ich ein bisschen Schub raus. Also wir sind nicht gerade schnell, ne? Warum eigentlich? Aber wir so hoch liegen hier. Aber da hinten der Berg, das könnte schon fies werden, ne? Vielleicht soll ich das doch machen, was die gesagt haben. Gucken, was die mir erzählen. Vorhin auch noch gemeint.
Wind bei 5 aus 12, okay. Da, rufen Sie Albuquerque Departure 127,4. Den, ja. Albuquerque Departure, Juma 1965, 1234 is passing 9,700 feet, climbing 10,000 feet. Juma 1965, 1234, Albuquerque Departure, QNH 30.28, continue as planned. Ja, jetzt kommen wir bei 10.000 an, gerade jetzt in dem Moment. Und die zieht weiter. Warum? Albuquerque ist kaum noch zu sehen. Das ist der Berg, wo ich letztes Mal angekommen bin. Hier rum. Und dann da so gelandet, ne? Ist hier irgendwo. Aber hier ist aber auch nichts, ne? Total tote Hose überall. Ich frag mich jetzt nur. Ja, ich weiß aber nicht, warum ich drüber bin. Descent and maintain 10,000 feet. Juma 1965, 1234. Was ist denn hier los? Er geht einfach weiter. Ah, der war wieder raus. Alles klar. Das war anders. Wenn ich den hier drücke, das ist für die Wertgeschwindigkeit, geht der wieder raus. Das war sonst nicht so. Jetzt hat er den wieder ausgemacht. Flight Director ist alles richtig. Das ist ja komisch. Juma 1965, 1234, contact Albuquerque Center on 124.325. Good day. 124.325, Juma 1965, 1234. Nein, nach. Falsch rumgedrückt. So ein blödes. So. Jetzt geht er mit 300 Fuß pro Minute runter. So soll er auch jetzt. Wenn ich aber jetzt Alt drücke, darf der dann nicht wieder löschen, ne? Na, lass doch. Doch, macht er aber. Löscht das einfach und hält die Höhe, die ich jetzt hab. Das verstehe ich nicht. Ich muss da klicken, um das einzustellen. Dann mache ich 300 Fuß sinken. Was wollt ihr denn? Albuquerque Center, Juma 1965, 1234 is passing 10,500 feet, descending 10,000 feet. Juma 1965, 1234, Albuquerque Center, QNH 30.28, continue as planned. Das ist alles ein bisschen schwierig, ich muss ein bisschen konzentrieren hier. United 1974 Barcaro, 10 o'clock, 4 off flight level 370 generic. Ich verstehe nur nicht, wieso der hier immer. Jetzt muss ich warten, bis er 10.000 hat und dann den abfangen hier, dass er da bleibt. Und ich muss echt aufpassen. Das klappt doch nicht, oder? Ja, aber mal gucken. Ja, ich gucke ein bisschen wenig aus dem Fenster, weil ich hier mit den Scheißfliegerei die ganze Zeit so beschäftigt bin. Ich muss das abfangen hier. Das ist komisch, das war die Tage noch nicht. Ja, also es geht darum, wenn ich hier beim Autopiloten die Höhe einstelle,
Dann habe ich dir hier stehen. Ja, ewig quatschen die irgendwie Scheiß dazwischen. Und dann hier die virtuelle Geschwindigkeit, also die vertikale Geschwindigkeit einstellen. Dann geht hier der an, ist okay. Dann stelle ich ein, aber der ist ausgegangen. Und das finde ich komisch. So, jetzt schalte ich um. Das ist eigenartig. So, jetzt soll er die 10.000 halten. So. Ja, dann setzen wir uns mal nach hinten und gucken aus dem Fenster, oder? Kann ich nämlich, indem ich so, kann ich mal so drehen. Man kann nur wie so ein Krebs seitwärts gehen hier. Und jetzt gehe ich mal hier so durch die Gänge. So. Ich glaube, hier ist ein ganz guter Platz. Drehe ich mich rum. Setz mich hin. Und dann kann ich ja mal hier aus dem Fenster gucken. Und dann mal auf die andere Seite aufstehen, rübergehen. Umdrehen. Hier ist zwar eine Tür, aber hier sind auch noch Sitze. Zumindest ist hier noch einer, ne? Nö. Muss ich mich in Hocke gehen? Dann kann ich aber auch hier mal aus dem Fenster gucken. Hat was, ne? Mach mal Tür auf. Ja, ich kann aber jetzt nicht vorwärts, wenn ich jetzt Pfeil nach oben mache, ne, oder W, das geht alles nicht. Ich kann nur wie so ein Krebs seitwärts gehen. So sehen die Passagiere das jetzt also. Kommt da vorne ein Berg? Oh. Jetzt motzt der Pilot. Setz dich wieder hin! Ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt alle so 100 Kilo Leute sind, die sagen alle, da ist was zu sehen und die kommen jetzt alle hier rüber und glotzen da raus, dann kriegt der schon einen Schlenker. Tja, so. Wir sind noch auf dem Flug von Albuquerque nach Los Angeles. Diese Quatschköpfe hier, was ist denn das noch für eine Frequenz? Na, ich hatte das vorhin nicht mitgekriegt hier. Können wir den schon kriegen? Na, es sind noch 50 Meilen, ist noch ein bisschen früh. Ja, ich habe den Flug gestern plötzlich abbrechen müssen, mittendrin, und jetzt habe ich heute nochmal den Flug neu gemacht. Ich habe ja den Auftrag angenommen, den muss ich auch erstmal erledigen, und bin jetzt aber erstmal geflogen, also 80% sind schon weg und es sind noch angeblich 50 Meilen ungefähr, knapp 20 Minuten Flugzeit, und weil auch einige Berge waren, bin ich auf 15.000 Fuß hoch. Ich hatte erst 10.000 angegeben, ich habe ja ILS-Flug gemacht, den habe ich aber jetzt vorhin abgebrochen. Und habe dann erbeten, auf 15.000 Fuß, da sind wir jetzt noch, weil das auch ziemlich hoch war. Wir sind jetzt auch nur 10.000 Fuß ungefähr über den Boden her. Aber ich muss ja jetzt auf jeden Fall, da ich nach VFR-Flug mache, erstmal ein bisschen die Höhe abbauen. Ne? Hey, wieso geht das nicht weiter hier? So, ja, hier kommen wir an. Ich mache mal den ganzen Flug sichtbar. Von Albuquerque hier rüber. Und da kommen wir jetzt langsam an. Da Las Vegas. Und danach werde ich wohl einen Flug machen außerhalb vom FTW. Mit der kleinen Maschine werde ich starten in
Las Vegas hier und dann werde ich hier rauffliegen. Mal gucken, wo sie ist. Hier, Area 51. Und mal gucken, dass wir hier landen. Mal sehen, ob sie uns abschießen vorher. Gucken wir uns die Area 51 mal an. Das wird wahrscheinlich nicht sehr spektakulär sein, weil die jetzt ja alles gar nicht so freigeben. Das ist ja so ein militärisches Testfluggelände, ne? Flight Test Center, was die alles ziemlich geheim halten. Und da haben Leute dann komische Flugobjekte gesehen und haben gesagt, oh, außerirdische Aliens. Ja. Nun ja, aber erstmal wollen wir gucken. Das war ordentlich in Las Vegas. Mal gucken, wie ich drauf bin. Vielleicht fliege ich auch noch gleich noch eine Ehrenrunde. Das wird jetzt sowieso dunkel. Das ist vielleicht doch dann gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen was sehen kann. So, jetzt packe ich den wieder rüber. Jo. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Das ist jetzt ein bisschen übel, dass das so dunkel wird. Ich mache mir das einfach mal Dreistigkeit ein bisschen heller. Das geht doch, ne? Wenn ich Wetter... Hier, die Uhrzeit kann ich ja verschieben. Die habe ich ja sowieso verschoben. Ich schiebe die mal ein Stück zurück. So. Aber ich kann ja vielleicht nachher in Las Vegas mal dunkel machen. Das ist vielleicht ganz gut. Ansonsten Wetter habe ich live gelassen. Ne? Ich hätte ja auch jetzt hier die Uhrzeit live lassen können, aber der ganze Flug im Duster, das ist total langweilig und unspektakulär. Ich möchte ja auch was sehen. So, wir sind bald da. Das heißt also, ich werde jetzt erstmal drastisch die Höhe verlieren. Ich gehe jetzt mal runter auf 8000 Fuß. Ich habe jetzt den ISR-Fluganweisungen ausgeschaltet. Ich soll VFR fliegen, da kann ich also selber nach Gutdünken. So, 8000 Fuß. Ne, mit 500, das reicht. Ah, ne, machen wir mal mehr. Machen wir ruhig 700. Jetzt muss ich auch ein bisschen Gas rausnehmen, ne? Sonst werden wir zu schnell. So. Jetzt geht es schon drastisch runter. Jetzt wollen wir hoffen, dass wir nicht... Ja, wir sind 12, fast 13.000 Fuß über Ground. Das sieht nur so aus, aber so hoch ist das hier nicht gelegen. Ich hole nochmal den Kurs rein. Hier sind wir jetzt ein bisschen, das ist also der eigentliche Direktverbindungskurs und jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen. Habe ich absichtlich gemacht, weil ich vermute mal, der Wind, der kommt ja so ungefähr aus Norden, dass die mich hier lang schicken. Dass ich also von hier unten hier rauf landen muss. Na? Aber mal sehen, vielleicht mache ich ja auch hier so ganz wild noch ein paar Rundflüge zum Gucken, je nachdem, wie gut das aussieht. Ich weiß auch nicht, ob Las Vegas jetzt im 1:1 gebaut ist oder auch nur so fantasiemäßig. Wie hatte ich ja schon erwähnt im letzten Video, dass manche Städte eben richtig klasse 1:1 nachgebaut sind. Das ist dann wirklich vom realen Flug über diese Stadt kaum zu unterscheiden. Aber 181. 11 Minuten sind wir da, sagt er jetzt. Mit 180 Ground Speed. Das ist ein bisschen heftig. Wir schaukeln auch schon immer ein bisschen Speed raus. Aber ich weiß also nicht, wie Las Vegas dargestellt ist inzwischen. Aber werden wir ja dann sehen. Ja, ich war gerade die ganze Zeit auch nicht am Platz, deswegen ein bisschen spät. Ich hätte sonst eigentlich früher schon die Höhe nach unten korrigiert. Aber gut, sonst machen wir eine Ehrenrunde. Sprit, ich guck mal eben. 36%, ja, das soll reichen. Ich meine, ich kann Sprit natürlich auch hier gucken. Aber das finde ich immer angenehmer. Ne? Hier kann man das auch sehen, wie viel man noch hat an Sprit. Aber ich gucke das immer ganz gerne aus. Da habe ich eine klare Prozentangabe da. Ist angenehmer. Ja, vielleicht hört man ein bisschen Gebrumme von hier über das Mikrofon von draußen. Vorhin kam mir die Großinvasion der wilden Gärtner. Wir haben ja Herbst und jede Menge Laublicht draußen. Und es kamen die vorhin mit 3 Laubpustern und 2 Rasenmähern. Fahren hier über den Rasen, schreddern das Laub klein und die Puster, die pusten sich das gegenseitig zu. Ziemlich sinnfrei, wie die das oft machen, aber macht halt Lärm. Möglicherweise hört man das. Ich hoffe nicht zu sehr. Den Kopfhörer abhören, mal hören. Ja, das ist ziemlich laut. Ich
fürchte fast, dass man im Video hört. Ist doof, aber kann das jetzt auch schlecht pausieren hier. Das will ich auch gar nicht. Weil die sind ja noch ewig zugange damit hier. Direkt vor meinem Fenster. Tja, was haben wir jetzt? 12.500. Los Angeles Center, habe ich das eingestellt. Was haben wir denn noch? 70 Meilen. Ist noch ein ganzes Stück. Wie heißt der? KLAS, ne? Vielleicht kriege ich den ja schon rein jetzt. Jetzt ist richtig laut, das muss man hören. Aber das tut mir leid. Direkt vor meinem Fenster. Die Arschgeigen, ey. Hier ist jeden Tag Krach. Hab mal versucht zuzuhalten, ein bisschen am Mikro. Ich glaube, das macht nur Krach. Hier ist er. McCarran, Class, das ist Las Vegas. Tower. Vollständige Landung anfordern. Ja. Las Vegas Tower, Juma 1965, 1234 is 63 miles east 11,700 feet with might to land. Juma 1965, 1234, Las Vegas. 30:15 haben wir jetzt. 26R. Oh, nee, doch, können wir direkt einfliegen. Das ist gut, dann kann ich das ein bisschen rauskorrigieren. Make straight in runway, 26 right, Juma 19. Oh, dieser Lärm, ey. Genau jetzt, wo ich hier den Flug da mache, kommen die und machen so einen Krach. Das hört ihr bestimmt. Mann, ey. So, ne, also 26R, das ist der hier. Ey, wird noch lauter draußen. Ah, scheiß. Ja, das ist der. Dann kann ich also quasi direkt, dann brauche ich das gar nicht. Dann kann ich wieder ein bisschen zurückregieren, muss sogar ein bisschen hier drüber gehen. Na? So. Das heißt also, ich korrigiere den so ein bisschen nach da. Nehmen wir mal 4. Sind wir schon bei 10.700? Ja, jetzt weiß ich nicht, also da die Berge, ich kann jetzt noch nicht so weit runtergehen. Ich habe übrigens geguckt, der Flughafeninfo, der liegt bei 2.180 Fuß Höhe. Das heißt also, auf dem Boden sind wir bei 2.100 und wenn ich jetzt mit 8.000 Fuß fliege, dann bin ich mit 6.000 Fuß über dem Boden, ne? Da ist wer. Okay, aber das ist ja noch ein Stück. Aber wenn wir da noch über die Berge müssen, dann wird das aber eklig. Oh, dieser Lärm da draußen ist unerträglich. Naja. Kannst du machen. Was sind das eigentlich für Gitter hier? Ching, 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 ching. Da ein paar Sträßchen sieht man. Ziemlich karge Gegend, so war der ganze Flug mehr oder weniger. Ja, jetzt fährt er mit seinem... Ich weiß gar nicht, wie oft man über ein Stück Rasen fahren muss, bis der gemäht ist. Ich glaube so 70 bis 250 Mal. Normalerweise dachte ich immer, einmal reicht.
Katastrophe. Macht mich total wütend, ey. Wenn das mal wäre, aber ist ja fast täglich so ein Krach hier. Naja. So, jetzt sind wir bei 9500 Fuß. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr hier, damit wir den Kurs noch weiter. 26R. Naja. Ja, 26 ist also dann hier 260 der Kurs. Aber da drüben die Bergketten, die machen mir so ein bisschen Sorge. Achso, da ist schon das Wasser, sehe ich. Da, ja, das müsste dann hier hinten sein. Ich weiß aber nicht, ob hinter den Bergen. Da müsste dahinter sein, hinter den Bergen noch. Dann lasse ich die 8000 Fuß dann mal so stehen gleich. Mal gucken. 6400 Fuß sind wir jetzt über Boden. Na, wir werden das ja irgendwann sehen können. Bis jetzt sehe ich da mal noch nichts. Als wenn die sich mit ihren Lärmmaschinen hier direkt vor mein Fenster getroffen hätten. Und da im Kreis laufen. Fürchterlich. So, jetzt haben wir die 8000 Fuß erreicht, die halte ich auch. Normal würde ich sagen, ach, dann gehen wir weiter runter, sind ja bald da. Aber ich bin nicht sicher, ich fürchte, wir müssen noch hier über diese Bergkette drüber und dann könnte das natürlich doof werden. Ne? Schauen wir mal. Das sind noch 47 Meilen, das ist noch ein ganzes Stück. Mount Wilson Wilderness liegt jetzt vor uns. Mount Wilson, vielleicht ist der Mount Wilson da ja der Berg. So, ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Allein auch vielleicht, um den Berg da herumzufliegen. Na, ich mache nochmal die Karte rein hier. Ja, man sieht also hier die Knicke, die ich gemacht habe. Ich will jetzt natürlich hier so ein bisschen rüberkommen, dass wir dann von hier aus gerade rein können. Und denke mal, das ist der Berg. Ja, nee, hier. Das ist vielleicht der Berg, ich weiß es nicht. Das heißt also, ich müsste, wenn ich so ein bisschen über das Wasser fliege, hier eigentlich doch quasi um den ganzen Mist rumfliegen können, ne? Knoten Ground Speed. Das ist schon ganz zügig. Ne? Das ist in km/h fliegen wir jetzt ungefähr mit 295 km/h. Naja. Gucken.
so aus, als wenn dieser Berg genau da ist, wo ich dieses Las Vegas vermute. Schon komisch. Naja, lass uns überraschen. Ich gehe aber noch ein bisschen runter. Ich sehe ja, der ist anscheinend doch nicht ganz so hoch. Ich gehe jetzt mal runter auf, ja, auf 6000. Da muss ich aber aufpassen, wenn das knapp wird, dass ich noch ein bisschen höher gehe rechtzeitig. So. Und das mit 500 Fuß pro Minute, das reicht. Geschwindigkeit im Auge behalten. Kann ich mal diesen Quatsch hier ausmachen jetzt. Was ist die Maus weg? Das ist natürlich immer klasse, wenn die Maus weg ist. So, da ist sie wieder. So. Können wir schon mal anmachen. Das kann ja nicht schaden, sonst vergesse ich das nachher nur. Also die Landelichter, ne? So. Auf 6000 Fuß, eventuell mal muss ich einen Schlenker machen. Ich will jetzt da nicht dann nochmal wieder hochziehen, um da drüber zu kommen. Fliegen wir hier hinten rum. Mal sehen. Ja. 13, hatte der was anders gesagt. Moment mal. 30, 15. Da müssen wir den QNA ein bisschen einstellen. Ein bisschen schwierig. Wir müssen das hintere Rad drehen. Hier. Na? Da. So. Ne? Das ist der QNH. Der Luftdruck, damit der Höhenmesser richtige Werte anzeigt. Das ist ja je nach Luftdruck und Wetterverhältnis immer ein bisschen anders. So. Ich sinke, dann fliege auf den Berg zu und sinke runter. Das könnte jetzt ein bisschen sich als schlechte Idee erweisen. 37 Meilen noch. Ich mache mal gleich noch so ein bisschen kann ja nicht schaden. Ja, ich hole das jetzt mal größer rein. Ich fliege ja nicht manuell jetzt, der Autopilot. Ich gebe nur den Heading dem Autopiloten vor, damit der Autopilot den Kurs korrigiert. Also ist noch kein manuelles Fliegen hier. Wir müssen mal genauer gucken hier. Ich denke mal hier so, das ist so der Bergbereich, sodass ich so ein bisschen hier drumherum fliegen kann. Und dann kann ich ja hier wieder ein bisschen... Ich werde wahrscheinlich, wenn das toll aussieht, mache ich vielleicht so eine kleine Ehrenrunde hier oder so. Mal gucken, dass wir ein bisschen Las Vegas gucken können. Hoffentlich geht das dann nicht in die Hose. Der ganze Flug im Eimer. Kann ich den wieder von vorne anfangen? Ja. So lasse ich das jetzt schon mal stehen, glaube ich. Muss den wieder kleiner machen, weil nebenan nicht so viel Platz ist. So. Was haben wir jetzt? 6680. Das wird ein bisschen knappig. Ach, guck mal, da sind ja diese scheiß Dinger noch. Habe ich immer noch nicht ausgeschaltet. Oh, hoffentlich kommen wir da jetzt rüber im Sinkflug. Das ist ein bisschen... Oh, ich mag nicht weiter sinken. So, 6,5. Hör auf mit dem Sinken. Ich trau mir nicht. Sonst wird das näher zu knapp hier. Wir müssten das doch schon längst sehen, das Las Vegas. Ich sehe nix, ne? Nix sehe ich. Ja, 6,5. 6,5 ist aber, glaube ich, eine gute Entscheidung hier. Da kommen wir drüber. Also aufpassen hier, der Wind, der jetzt bei... Ne? So, Berge und Wälder und auch Wasser machen verschiedene Winde. Aufwinde zum Beispiel, wenn Wasser verdunstet und solche Sachen. Genau die Zusammenhänge kenne ich nicht. Aber ich weiß, und das ist ja auch schon mal ganz wertvoll, dass wenn Bergketten kommen oder plötzlich Wälder, ich fliege jetzt über Felder und plötzlich kommen Wälder, dass dann auch der Wind sich ändert.
andere Windverhältnisse sind. Deswegen kann das jetzt sein, ja. Spirit Winds 2907 Heavy, follow the Airbus A20 in on final. Wind 28908. Caution the generic landing runway 26 right. Clear to land runway 26 left. So. Zieh die Nummer rein. Muss ich jetzt wieder so ein bisschen. Muss ich den wieder so ein bisschen rumziehen, ne? Las Vegas Tower Southwest 149 or 310 miles east inbound ILS runway 26 left approach. So. Ach, das Southwest 149 or Las Vegas Tower. QNH 30.17 when 289 or 8. Jetzt haben sie schon 17. Das ist ja interessant. Da rostet der Boden schon. Das ist interessant da mit dieser großen Brücke. Oh, hier humpelt's aber. Naja, das habe ich eigentlich erwartet. Jetzt kommen wir über Wasser, dann ist wieder. Vor uns die riesige Stadt Las Vegas. Sehen tue ich die immer noch nicht. Also das müsste jetzt Las Vegas sein. Aber es sieht aus wie nichts, wie Landschaft. Ich sehe keine Hochhäuser, nichts. Ich werde ein bisschen nervös. Ne, weil wenn man jetzt hier guckt, das ist Las Vegas hier. Und da kommen wir an, hier über dem Wasser. Da ist nichts. So. So, jetzt gehen wir aber noch ein bisschen runter. Auf 4000. So, auf 4000 Fuß. Hoffentlich ist das nicht zu viel. Ich muss ja noch die Sinkrate einstellen. 4000 Fuß. Oh, jetzt habe ich wieder keine Maus. Boah, ist das ätzend. Oh, da ist sie. Spirit Winds 2907 Heavy Contact Ground on 124.4. Generic 4 Lima Sierra Number 2 for landing. Follow the aircraft on final. Wind 289 at 8. Caution the generic landing runway 26 right. Cleared to land runway 26 left. 124.4 for Spirit Winds 2907 Heavy. Ah, jetzt kann man das erahnen. Runway 26 left, number 2, generic 4 Lima Sierra. Hier ist ganz schön was los. War ja eigentlich zu erwarten. ...2100 noch weit bei der Boden, ne? Mhm. Southwest 149er Tree Exit Runway, when able. Ja, da blinkt es schon, da kann man sehen, aha, da sind unsere Landebahn. Aber ich glaube, ich drehe eine Runde, ne? Ich drehe eine Runde zum Gucken, aber ich sehe hier ehrlich gesagt nichts. Southwest 149er Tree, da stehen da auch ziemlich große Häuser rum. Sieht so total unspektakulär aus. Gut, 17 Meilen, das ist noch ein ganzes Stück weg. Aber endlich ist hier draußen mal Ruhe jetzt. So, ja, noch ein bisschen einsam. Ich kann das ja schon sehen oder erahnen, ne? Wird doch hier sein. Da steht auch die Enterprise. Kommen wir an. Na, hier ist unsere. Und da ist die Enterprise. Paradise. Müsste nicht hier der ganze Krempel sein mit den Casinos und alles?
doch, jetzt, da geht los. Siehst du? Kommt auch hin von der Gegend und gezeigt ab. Ja. Sollte man da doch mal gucken fliegen, oder? Eigentlich. Ja, zieht sie auch ganz schön. Ist halt eine Metropole. Und wir sind natürlich trotzdem noch recht hoch. Ja, wir haben hier jetzt 5000 Fuß. 2000 ist ungefähr der Boden. Sind also 3000 Fuß über dem Ground. 3500, sagt er hier, die Anzeige. Ja, also ich müsste jetzt eigentlich hier drauf abzielen, aber ich werde jetzt mal so eine Runde drehen. Ich werde erstmal hier, vielleicht lieber einmal so rum. Das sagt der Sprit eigentlich. Ach, 30%, ja, das kann ich mir noch eine kleine Ehrenrunde erlauben. 13 Meilen noch. Wir warten jetzt mal, bis er die 4000 hat. Und dann gehe ich in den manuellen Flugmodus rüber. Und fliegt manuell mal. Aber wenn ich mit dem Autopilot drüber fliegen würde, dann kann man besser gucken. Denn da muss ich nicht so aufpassen. Das mache ich auch. Ich lasse jetzt mal die Richtung so stehen. Ich mach jetzt. Oh nein! Ach so, die Sprache. Gut, das soll mich jetzt nicht so sehr interessieren. Ich dachte jetzt schon, ich hätte keine Verbindung mehr. Wir kriegen keine geografische Daten mehr. Das heißt also keine Gebäude und nichts mehr. Das wäre ganz übel. Jetzt haben wir bald die 4000 Fuß. 4000 Fuß. 1965, 1234 Follose gehen in Rekonfort Final. Wind 209 Rad 7. Clear to land runway 26 Richt. Das ist doch viel besser. Es ging mir jetzt um die Sprache der Fluglotsen. Wir sprechen ja oft die Deutsche mit der englischen Aussprache, dass man hier ganz losgeht. Juma 1965, 1234, did you copy? Clear to land runway 26 Richt, Juma 1965, 1234. Hört sich das irgendwie an. So, ich sollte jetzt hier landen, hab die Landefreigabe, mache ich aber nicht. Ich will hier noch ein bisschen gucken. Ah, ich mache also jetzt wahrscheinlich fliege ich einmal so hier rum und dann so rum, wieder zurück oder so rum. Haben wir die 4000 Fuß jetzt? Ja, dann gehe ich noch ein bisschen runter, ne? Gehe ich mal so auf 3, 4. Recht steil. Nehmen ein bisschen Schmackes raus. Die sind nämlich ziemlich flott. Ach ja, das kennt man doch da, den Turm, ne? Das ist doch typisches Symbol von Los Angeles. Wie gesagt, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich kenne so ein paar Bilder, aber viel kenne ich davon nicht. Ich glaube, die Höhe ist ganz gut. Da sind die Casinos doch. Da ist der Flugplatz. Das ist der andere Bereich vom Flugplatz. Ist ja cool.
fliegen nirgendwo gegen. Ne? Ich glaube, ich habe eine ganz gute Höhe gewählt. Hier funkelt es. Ich kann mir vorstellen, im Dunkeln ist das immer richtig geil, oder? Wow, das hat doch was. Weihnacht. Schon verrückt, aber wir sind natürlich jetzt schon an unserem Landepunkt. Boah, ist ja groß. Vorbeigeflogen. Ich sehe das nicht, weil die Schrift da immer drin ist. Heading, Gegenrichtung. So. Ja, ein bisschen weniger. 80 ist, glaube ich, ganz gut. Drehen wir um. Und dann übernehme ich gleich manuell und versuche dann vernünftige Landungen hinzukriegen. Aber dann mache ich mir das Licht wieder an. Ich könnte ja auch mal im Dunkeln landen, ne? Aber das kann natürlich auch geil mal in die Hose gehen. Schon verrückt. Leuchtet aber ordentlich, das Städtchen hier. Das Dorf. Wenn man jetzt Passagier wäre. Ich sehe es jetzt beispielsweise hier. Man würde hier aus dem Fenster gucken, wird das so aussehen. Na, wir müssen da von da aus kommen und dann hier landen. So, ich hüpfe wieder nach vorne. Lems. So ist gerade die Map, die ich hier habe. Ich muss also jetzt hier so... Haben schon 103%. Also hier so rum und dann landen. Das ist das, was ich vorhabe. Landefreigabe hatte ich ja schon gekriegt. Da bin ich. Ja, mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt mal den Autopiloten an. So, jetzt ist manuelles Fliegen angesagt. Die Höhe als Windorder. Ja, ich sehe ja nichts. Final. Wind 209 Euro 7.
Regionen sind Cessna Caravan Landing Runway 26 Richt. Clear to land Runway 26 Left. Clear to land Runway 26 Left, Number 2 Southwest, 159 RV. Das soll klappen. Oh je, oh je, oh je. Da werde ich jetzt mal eine Klappe setzen. Ne? Geht das eigentlich? Ja, 100. Oh, immer noch ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen erst. Leichter Sinkflug ist in Ordnung. Wir haben jetzt also noch ungefähr 1200 Fuß über Ground. War das mit dem Wind? Hab ich jetzt nicht gesehen. Mal gucken, werde ich dann schon merken, ne? R haben wir gekriegt, ne? Die rechte. Southwest 3511 Number 34 Landing. Follow the gained recon final. Wind 209 R7. Kautionen sind Cessna Caravan Landing Runway 26 Left. Ja, das hab ich vor. Clear to land Runway 26 Left. SkyWest 3519 Urtam Next Taxiway. So. Southwest 49 Urtam 2 Number 44 Landing. Oh, die drückt natürlich. Follose Aircraft on Final. Wind 209 Urtam 7. Was soll mir jetzt der folgen? Caravan Landing Runway 26 Richt. Clear to land Runway 26 Left. SkyWest 3519 Urtam Takt Ground 124 Dezimal V. Clear to land runway 26 left number 3 southwest 3511. So, Höhe 3000 sind 800 Fuß, ich sehe das nicht richtig. 96 Knoten, das ist schon recht langsam. Dann kann ich jetzt mal, ich warte noch einen Augenblick, die zweite Klappe reinsetzen. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Gas geben. So, jetzt haben wir beide Klappen. Ja, jetzt wird es langsamer, sieht man deutlich. Ganz unten am Bildschirmrand. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Gas geben. Unter 70 Knoten will ich jetzt nicht reinkommen. Höhe 28. Bei 2180 ungefähr ist der Boden. Das sieht ganz gut aus. Sinktüchtig, das will ich jetzt nicht unbedingt. Nur noch ein bisschen Schub reingeben. Die Geschwindigkeit ist so ganz gut, boah, im Dunkeln. Ernsthaft, mache ich das? Ich mache das, wa? Eieieiei. Hört doch mal auf, ich sehe doch nichts, wenn ihr euch mal da reinschreibt. Ich muss da aufpassen. Der Flight-Direktor dreht total durch. 74 Knoten finde ich okay. Ich muss noch ein bisschen runterkommen. Southwest 159 RV can take the ground on 124 Dezimal V. Ja, im Fenster gucken links, rechts mache ich jetzt quasi für euch. Ich selber würde es nicht tun. Ja. Alles rot, ich bin ein bisschen tief, sagen die Papis. Da diese vier roten Lampen nebeneinander, das sind die Papis und die sagen, du bist da ein bisschen tief, kommst ein bisschen tief rein, ne? So, jetzt haben wir immer noch 70 Knoten. Da einer ist weiß, wenn zwei weiß, zwei rot, ist es perfekt. Das ist jetzt die perfekte. Jetzt sind wir aus dem Schub gleich wieder raus. Ich denke mal, wir haben eine ganz lange Runway. Ich kann mir also viel Zeit lassen. So, jetzt runter mit dem Gas hier. Ja.
So, mal gucken, dass wir die Dicke hier einigermaßen sauber runterkriegen. Sind wir gleich an der Schwelle. Jetzt haben wir die Schwelle ausrichten, 68 Knoten. Das kann ruhig noch ein bisschen langsamer werden. Dann lasse ich mich nämlich überraschen. So, alles klar. Und jetzt ein bisschen gieren, ein bisschen ziehen. Ja, ist in Ordnung. Jawohl. Jawohl. Oh. Huh. Juma 1965 1234 Exit Runway ja. Wenn lass mich aber erstmal eine Landeklappen reinmachen. Was da hinten so unten, ich soll doch hier weg sein. Ich soll doch hier weg, habt ihr gesagt. Juma 1965 1234 Quarantäkt Ground 1212 Dezimal 1. Stop it, stop it. Gas raus. So. Ich sehe nix. Verflucht. Erstmal, dass ich das verstanden habe. So, und jetzt muss ich hier nicht Dezimal von Juma 1965 1234. Ich sehe nix. Dann muss ich hier, ich habe keinen Zweck. Ich habe jetzt hier keine, ich kann die Lampen nicht sehen. Wie geht das mit der Taschenlampe? Ah, ist egal, ich mache einfach Licht an, ne? So. Ja, wir hatten das jetzt im Dunkeln, jetzt mache ich das auch wieder dunkel, ne? Wind 209 Kaution, Sie gehen direkt landing runway 26 recht. Clear to land runway 26 left. So, was sollte ich da jetzt? Clear to land runway 26 left, number 2 southwest 5055. Hä? Das heißt, ist das nicht Juma? 121.1, das ist der. Rollen zu parken. Las Vegas Ground Juma 1965 1234 Taxi to Parking. Juma 1965 1234 Taxi to General Aviation Parking using Taxi V Alpha 3 Bravo Bravo 5 Charlie Delta November Cross Runway 19 Left November Cross Runway 19 Left November Hotel. Da würde ich ja wahnsinnig werden, aber ich habe mir die Hilfen angemacht, genau die. Taxi into General Aviation Parking via Taxi V Alpha 3 Bravo Bravo 5 Charlie Delta November Cross Runway 19 Left November Cross Runway 19 Richt ja, November an, hier Hotel so Juma 1965 1234. Strobo kann ich ausmachen, das muss jetzt hier nicht sein. So. Willkommen in Las Vegas. Jetzt zum Parkplatz. Das ist ja ein ganz kleiner Flugplatz hier. Das heißt also, der Rollweg zum Parkplatz könnte unter Umständen etwas länger dauern als der eigentliche Flug. Naja, ich hoffe mal nicht. Ne? Schöner Sternenhimmel. Ich glaube, 15 Knoten soll man eigentlich rollen, ne? Wir haben jetzt 27. Ich habe doch die Klappen reingeholt. Kann ich kaum mal? Kann ich kaum sehen. Ja, ich glaube, so geht das. Ja, ich mache das ja, wenn ich den Zug plane, dass ich mir irgendwo am Flugplatz irgendwie so einen Parkplatz da anwähle. Ich kann es ja gar nicht so genau sehen. Und mal gucken, wo wir jetzt hingefremmelt werden. Das, weil ich da halt angeklickt habe, ne? Aber das war eine ganz gute Landung so, weil bei der dicken, da tue ich mir ja doch mal ein bisschen schwerer. Die kleine, die Cessna 172, das habe ich eigentlich schon ganz gut im Griff, da werden Landungen... Las Vegas Ground Southwest 5055 Request Taxi to the Gate. Oh, jetzt muss ich niesen. Southwest 5055 Taxi to Gate 51 Taxi W Alpha 3 Cross Runway 26 Richt Alpha 3 Charlie 3. Oh, ich sehe da noch so viel Blau, das sind bestimmt meine Pfeile alles.
dann machen wir jetzt eine Las Vegas Stadtrundfahrt zum Flugzeug. Ist ganz schön was los, ey. Las Vegas. Aber ist schon eine Sache, wenn man bedenkt, dass ich in Deutschland losgeflogen bin mit der Kleinen. Und ich meine, der ist ja schon im Vergleich zur Skyhawk, ist die ja schon dick. Die kann deutlich höher, die kann stacken schneller. Die hat eine größere Reichweite. Aber trotzdem, ich bin ja in Deutschland damit losgeflogen. Viel schneller als die kleine Cessna fliegt die nicht. Ne? Die Cessna fliegt ja meist so mit 100 bis 110 Knoten Reisegeschwindigkeit, vielleicht mal 120. Und hier fliege ich so, ja, 140, 150, ich habe einen Groundspeed oft von 180, 190. Das ist ein Tacken schneller, aber so viel schneller auch nicht. Jetzt bin ich die meiste Strecke so mit, ja, 150, 160 Knoten geflogen, Groundspeed. Aber wenn man bedenkt, in Deutschland gestartet, und dann bin ich irgendwie nach England rüber, von England nach Island. Weiß nicht, ob ich erst noch, ja, Island. Von Island rüber nach Grönland, das waren ewig lange Flüge, stundenlange Flüge jedes Mal. Und dann musste ich so mit 2-3 Schritten über Grönland, und das war schwer, da sind ja kaum Flugplätze, einen zu finden, der ungefähr mich in die Richtung nach Amerika weiterbringt, also Richtung Westen, andererseits aber auch erreichbar ist. Ne, nicht zu weit weg ist, dass ich da mit dem Sprit gar nicht hinkomme. Im FTW die Aufträge dann zu kriegen, das war alles so eine Sache. Und dann bin ich da nach Neufundland rüber, also nördliche Kanada, und von da aus dann quasi Richtung Süden, bis ich über Maine dann in die USA reingekommen bin. Und ja, und dann habe ich ja so ein kurzes Video gemacht, wie ich dann über New York geflogen bin. Von da aus dann ging es nach Detroit. Von Detroit dann in so ein anderer Ort, unbekannterer. Und von da aus dann schon nach Albuquerque, war auch ein recht langer Flug. Ja, und jetzt von Albuquerque nach Las Vegas. Und jetzt ist das eigentlich auch nur noch ein Katzensprung weiter nach Los Angeles. Und dann habe ich vor, so die Küste, die kalifornische Küste, nördlich entlang zu fliegen, bis ich dann rauf oben über Kanada, dann wieder nach Alaska. Da möchte ich mein Anchorage landen, da wird ja wohl viel Eis und Schnee sein da oben. Ja, und dann mal sehen. Ich denke mal nicht, dass das klappt, aber ich würde ganz gerne dann über die Beringsee nach Sibirien rüber, um dann wieder südlich zu fliegen. Ja, und dann kommt dann eben Japan. Und dann der indonesische Bereich, da unten Borneo darum. Vielleicht dann nach Australien oder eben dann über den Fernost wieder zurück nach, oder über Nahen Osten genau genommen, oder Mittleren Osten. Vielleicht da irgendwie Israel mal oder so, Türkei. Ja, und wieder nach Deutschland, einmal um die Welt. Hätte ja was, ne? Ja, kommen wir denn auch nochmal irgendwann, irgendwo an hier in Las Vegas? Ist unglaublich. Aber es sieht schon geil aus. Sind auch so viele andere blaue Lampen, deswegen traue ich mich jetzt nicht, großartige Abkürzungen zu rollen. Aber da kann ich das, glaube ich, jetzt mal wagen. Weil so viel, sonst finde ich näher meinen Pfad nicht wieder. Da hat er schon was verändert. Nein! Oh nein! Das ging doch eindeutig da lang. Jetzt gucke ich, ob ich was sehen kann. Wo soll er denn lang gehen jetzt? Nee. Er hat doch gerade noch was anderes gezeigt, ne? Ich fahre mal einfach weiter. Ja. Na komm, gib mal noch ein bisschen Schub hier. Ich hoffe, das ändert sich jetzt wieder. Der ging doch in die Richtung. Ah, da sieht man die Stadt, das ist verrückt, ne? Ist das nicht von da, ne? Genau. So. Jetzt halte ich mich aber dran. Ich habe keine Ahnung, wie weit der Spaß ist. Was ist denn das für ein Strahl, der da in den Himmel geht? Von dieser Pyramide aus. Aha. Da direkt vor uns dieser Strahl. Aber das ist natürlich schon, weil im Dunkeln sieht das natürlich schon besser aus. Was haben wir? 107% schon, ja. Nützt ja alles nichts. Ah, da sind wir. Da ist das Kästchen. Da sollen wir einfahren. Ja, haben wir doch gleich. Das ist doch cool. Bremsen.
Warte mal, das muss ich gucken. Der sagt ja jetzt, fahr hier rum. Aber ich sehe, der steht da. Dann heißt er sagen, hier so und dann hier drin drehen. Das mache ich doch besser, wenn ich ja schon von hier komme. Dann mache ich das doch. Ja, komm. Ruder drehen, ein bisschen. Ja, dieses Lenken hier mit den Füßen, das ist immer so eine Sache. Eins ist aber klar, was ich nicht mehr machen wollen würde, wäre einen Flugsimulator machen, wo ich dann keine Pedalen habe, wo ich irgendwo am Joystick oder so mit irgendeinem Drehknopf oder Drehschalter oder irgendwie Kippen lenken. Das ist so unrealistisch. Also ich möchte das schon richtig mit Pedalen mit den Füßen machen. Dann habe ich auch so ein richtiges Fliegegefühl. So. Hurra! Schon da! Wie lange war der Flug jetzt? Ja, so 3 Stunden. Wir haben jetzt 16.20 Uhr in Real. Ich glaube, ich bin so um 13 Uhr, 12.30 Uhr, 13 Uhr sowas gestartet. Ja, so ungefähr. So. Schub runter. Funzeln aus. Die auch. Ja, jetzt habe ich immer das Problem, wie kriege ich erstmal mal die Bremse rein. Dann kann ich die Pedale nämlich loslassen, meine Füße entspannen. So. Ja, dann mach ich erstmal die Aeronautics aus hier und dann macht der nämlich schon zu, ne? Ne, macht er nicht. Hier die Schalter muss ich mir nochmal genau angucken. Was ist jetzt genau wofür? Da ist doch die Batterie. Ja. Geht der Motor nicht aus, ne? Und da weiß ich jetzt nicht, wie das geht. Da muss ich mich nochmal mit erkunden, nochmal nachlesen oder so. Deswegen mache ich einfach hier die Benzinhähne zu. Aha. Normalerweise höre ich dann, bleibt der Motor stehen. Aber er hat jetzt gesagt, okay, du hast eine Tag-Start und eine Nacht-Landung gemacht. Jetzt muss ich aber eben, hier kennen wir ja schon, Endflight. Jawohl. Japp. So. Ah, hier. Warte, machen wir noch ein bisschen näher hier. So bin ich gekommen. Die Ehrenrunde und dann hier und dann blablabla. Hier gelandet. Also kann man das sehen. Ne? Hier bin ich gelandet, da bin ich runter und dann bin ich hier gerollt. Ja, und hier wollte der mich, weil ich so Abkürzen gemacht habe, wollte der mich wohl hier rumschicken. Aber eigentlich Wurst. So, Terminal. Muss ich ein bisschen größer machen, damit wir die Abrechnung auch sehen hier. Genau. Flug beenden. Schwumms. 3,5, der ist günstiger. Hier ist bestimmt auch Las Vegas, klar, auch 3,5, ja. 2.504.000. Zack, 2.572.000. Ich brauche auch ein bisschen Geld auf die hohe Kante, weil meine ganzen Flugzeuge müssen demnächst zum TÜV, also zum C-Check. Da muss ich ein bisschen Geld haben. So. Und wieder rübergeschoben, das Ding. Das war's dann. Da gehe ich hier zum Hauptmenü. Und dann werde ich erstmal gucken, dass ich von gestern und heute was zusammenschnippel. Den Hauptflug, da die 2 Stunden nur über diese Wüste, das ist langweilig. Ja, das habe ich ja auch nicht die ganze Zeit gesessen. Da bin ich in der Küche gewesen, habe mir was zu essen gemacht. Ich war am Klo und ach, was nicht alles. Und mit der Manu geschrieben habe ich. Also das ist sowieso langweilig. Aber den Start, ein bisschen Flug und dann hier die Landung, das werde ich wohl zusammenkneben. Dann wird das wohl, schätze ich mal, so auch Stunde, anderthalb werden. Längeres Video. Und ja, und dann habe ich vor, als nächstes eins zu machen. Da starte ich dann hier in Las Vegas mit einem kleinen Flieger. Außerhalb vom FTW. Dann kann ich ja fliegen, wie ich will. Und dann zur Area 51. Vielleicht da landen oder so. Mal gucken. Bis dann. Bye, bye und tschüssi.